Und weiter geht es mit Dragon Age 2, das Zeichen der Assassinen. Ja, so lustig die Party hier auch ist, ich würde ja ganz gerne mal zur Potte kommen. Ich hoffe, wir werden jetzt auch endlich den Schlüssel hier finden. Deswegen manipulieren wir ganz schnell den Weinkelch. Dann machen den Typ mal gebt Lord Cyril diesen so Wein und versucht euch einfach schummrig normal zu verhalten. Meine Spezialität. Schaffe ich. Euer Wein, Lord Cyril. Worte allein reichen nicht aus, um zum Ausdruck zu bringen, wie leid es mir tut, welch Ungemach euch meine Freundin bereitet hat. Ganz normal. Ich bin von Natur aus ausgesprochen versöhnlich. Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Bei Andraste. Der Wein steigt mir schon zu Kopfe. Ich fühle... So geht das. Sehr schön. Ihr habt ihn. Sagt mir, dass ihr ihn habt. Ich habe ihn. Gut, dann können wir jetzt das Juwel holen und die Sache hinter uns bringen. Gehen wir? Oh, wollen wir nicht nur etwas hierbleiben? Oh, bitte nicht. Ich hoffe, es wird jetzt einfacher. Habt ihr es euch anders überlegt oder... seid ihr so begierig, mich zu verlassen? Naja. Ich dachte eigentlich, wir kämen ganz gut miteinander aus. Ich kann mir niemanden vorstellen, mit dem ich eine orlesianische Feier lieber besuchen würde. Auch wenn ihr ein Mensch seid. Lasst uns diese Tür suchen und reingehen. Bin ich auch dafür? So, bevor wir das aber machen, werde ich mal ganz kurz unsere Münzen hier loswerden. Mal gucken, ob das was bringt. Brunnen. Okay, 75 Erfahrungen. Und was sagt die Quest? Eine Münze wurde in den Wunschbrunnen. Ja, super. Dann gehe ich einfach mal so alle ab. Also bei so Stellen gehe ich immer davon aus, dass wir hier... Was haben wir? Ich glaube, wir haben 8 Möglichkeiten, wo wir die Münzen reinwerfen können. Und dann bekommen wir auch 8 Münzen und müssen das an jeder Stelle machen. So denke ich mir das dann halt immer, wenn so Sachen sind. Ob das tatsächlich so ist, sei mal dahingestellt, aber... Naja, ich glaube auch nicht, dass wir 8 gefunden haben, oder? 6 oder 7 waren es doch, glaube ich, schon. Was? Oder waren es nur 4? Waren es echt nur 4? Oh Gott, so wenig. Ich hätte spüren können, es waren mehr. Gerade mal gucken, hier die Stelle. Und dann hier nochmal kurz, aber... Nö, geht nicht. Verdammt. Na gut, dann... Machen wir halt hier ganz normal weiter. Und gehen jetzt endlich in den Innenbereich. Was im Namen des... Es gibt keinen Grund, warum ihr heute sterben solltet, mein Freund. Geht einfach weiter. Ihr habt uns nie gesehen. Diebe! Die gute Fackel aber echt nicht lang. Ihr hättet einfach weitergehen sollen. Alles okay? Stimmt etwas nicht? Ich wollte ihn nicht töten. Ich habe euch schon häufiger töten gesehen. Es gibt andere Wege. Und nicht alle müssen zum selben Ziel führen. Doch genug davon. Wir sind wegen des Herzens hier. Ich würde es gerne in aller Stille erledigen. Und dabei so wenige Wachen wie möglich alarmieren. Ja. Was meint ihr? Ich stimme zu. Ich ziehe den direkteren Weg vor mit der Axt. Aber dafür brauchen wir unsere Leute, ne? Naja, wie sieht das aus? Haben wir hier wieder mehrere Möglichkeiten, das dann zu spielen? Gucken wir mal. Also wenn wir die Möglichkeit haben, einen auf Sam Fisher zu machen, warum nicht? Wir machen es in aller Stille. Es gibt keinen Grund, in mehr Kämpfe als nötig zu geraten. Schön, dass ihr mir zustimmt. Gehen wir. So. Endlich geht es zur Sache hier. Auf zum Herz. In diesem Teil des Chateaus wird es vor Wachen nur so wimmeln. Wir müssen uns so gut wie möglich verborgen halten. Oder wir sorgen für Ablenkung. Vorausgesetzt, ihr seid gut im Steine werfen. Und wenn alles andere fehlschlägt, versetzen wir ihnen einfach einen heftigen Schlag auf den Kopf. Ja, natürlich. Versucht aber, das nicht ständig zu machen. Na schön. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Okay, ich bin auch bereit. Gut. Und... Oh mein Gott, sind wir jetzt wirklich am Schleichen hier? Wie cool sieht das denn aus? Ablenken. Mit Ablenken lenkst du die Aufmerksamkeit einer Wache auf ein bestimmtes Gebiet. Setze es jetzt ein, um die Wache auf der anderen Seite des Raumes zu locken. Okay. Nu. Ach, die. Okay, da müssen wir hin. Und da ist ein Codex-Eintrag. Verdammt, noch eins. Ja, dann schauen wir mal. Auf der 1 haben wir jetzt ablenken, deswegen war wahrscheinlich auch die Leiste frei. Weil wir jetzt so ein... Oh, das ist cool. Das gefällt mir. So, dann werfen wir einfach mal einen Stein da hinten hin. Was war das für ein schachendes Geräusch? Ja, super, dreh dich direkt dahin, wo der Codex-Eintrag ist. Ach, verdammt. Schatten. Solange sich Schatten nicht von unmittelbarer Nähe befinden oder Verfolgung bereits aufgenommen haben, kann sich Hawk in Schatten verbergen.
Okay. Ich will den Codex-Eintrag. Wir wären doch jetzt im Schatten, oder? Sieht zumindest so aus, als wir haben... Ja. Komme ich da jetzt einfach... Was war das für ein scharrendes Geräusch? Oh Gott. Schnell. Ich lese ihn jetzt nicht vor. Schnell weg. Ganz schnell weg. Verdammt. Entdeckt. Schwieriger, als es sein müsste. Ach, ehrlich? So. Aber der Codex-Eintrag, den haben wir jetzt und wir sind wieder hier. Alles klar. Gut, dann wird es jetzt natürlich einfacher, weil wir jetzt einfach durch können. Sehe ich das richtig? Verfluchte Ratten. So, der bückt sich jetzt hier wieder. Ja, und jetzt kommen wir da gemütlich durch. Schön. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Dann gehen wir da hin. Boah, fünf! Fünf direkt! Okay, aber wir sehen auf der Karte... gut, hier haben wir richtige Schatten. Habt ihr von dem Treffen zwischen dem Herzog und der Kaiserin gehört? Das Hofgetratsche interessiert mich nicht. So lebt man länger, mein Freund. Finde ich sehr cool gemacht, dass sie auch solche neuen Spielabschnitte mit einführen. Toll, gefällt mir. An sowas habe ich richtig viel Spaß. Bisschen Abwechslung muss immer sein. Sehr schön. So, gucken wir gerade mal. Da vorne ist noch einer. Weiter. Hat sie mich erschrocken. Okay, was haben wir hier? Ich kann mich jetzt nicht unterhalten. Ich habe zu viel damit zu tun, das Bankett und Leopolds Abendessen zuzubereiten. Ihr wollt nicht miterleben, was passiert, wenn ein Wyvern Hunger hat. Fragt einen der Diener, wenn ihr etwas braucht. Also, warum belästigt ihr mich noch immer? Ihr werdet ganz dringend im Garten gebraucht, aber ganz dringend. Im Hof gibt es ein Problem. Irgendetwas mit einer vergifteten Comtesse. Die Diener haben nach euch gesucht. Beim Atem des Erbauers. Was haben diese nutzlosen Elfen jetzt schon wieder gemacht? Ich schätze, ich sollte mich lieber darum kümmern. Okay, neue Quest, Chefköchin aus Stahl. Der Ort, an dem das Fressen des Wyverns zubereitet wird, wurde gefunden. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, es zu vergiften. Tja, will ich das denn? Will ich den armen Wyvern denn vergiften? Naja, gucken wir mal. Tagebuch der Chefköchin. Ein interessanter Eintrag im Tagebuch der Köchin könnte bei der Vergiftung von Leopolds Fressen hilfreich sein. Ich habe heute Morgen eine neue Geschmacksrichtung für die Creeps ausprobiert. Ein wenig Lutefisk? Whatever. Ein paar Scheiben alten Käses und jede Menge Rüben. Der Herzog hatte den ganzen Tag Durchfall. Notiz an mich selbst. Nächstes Mal weniger Rüben. Gute Idee. Ach, müssen wir jetzt... Oh, wie geil. Okay, wir müssen das jetzt selber zusammenfummeln und dann... Nett. Oh, aber das ist auch nett. Das nehmen wir uns auch vorher mit. So. Und hier das Fass auch nochmal fix hier. Hast du irgendwas dazu zu sagen? Was ist los? Ich will nicht darüber reden. Lasst uns einfach das Juwel suchen und die Sache hinter uns bringen. Ja, Moment. Ich bin gleich soweit. Ich muss hier gerade nochmal gucken. Okay, gucken wir erstmal hier. So, das geht mal kurz weg. Ein interessanter im Tagebuch. Stand da irgendwas genaueres? Ein wenig von dem Fleisch oder Fisch. Ein paar Scheiben Käse und jede Menge Rüben. Ja, das ist natürlich super geil zum Ausprobieren. Okay, zwei Teile. Tja. Das wäre wahrscheinlich zu einfach, wenn ich jetzt einfach drei Scheiben und eine Rübe. Das kommt da schon mal nicht hin. Machen wir vier. Und mischen. Nee. Dann probieren wir das nochmal mit fünf Rüben. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich befürchte, das ist so eine Sache... Ja, genau. Die wird jetzt einfach mal ewig dauern. Okay. Ein paar Scheiben Käse. Sechs Scheiben Käse wären wahrscheinlich zu viel. Probieren wir es mit sechs Rüben. Bringt auch nichts. Nochmal gucken. Bla bla bla. Küche bla bla bla. Leopold bla bla bla. Ein wenig. Jetzt würde ja bei zwei wird's hinkommen. Ein paar Scheiben alten. Jede Menge Rüben. Probieren wir mal vier davon. Und... Aha, ja gut. Sind immer direkt im
Okay, jetzt haben wir 4 und 6. Tja, und 10 Rüben. Na, oh, ne, schon zu viel. Verdammt. Gut. Das Dumme ist jetzt natürlich, wir haben jetzt viele, viele lustige Möglichkeiten, um das zu erreichen. Ja, bis wir das haben, weiß ich nicht, sind die nächsten 2 Videos vorbei. Und das finde ich natürlich jetzt nicht so schön. Deswegen, ich würde es natürlich gerne weitermachen. Ja, ich werde das Ganze jetzt erstmal schneiden. Und nicht im nächsten Part, sondern dann gleich im Ende von diesem Part werden wir dann das Ergebnis dann sehen. Hoffe ich zumindest. Und dann geht's dann hier weiter. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich habe, ja, ich weiß gar nicht, frag mich nicht, wie lange ich hier rumprobiert habe. Ich habe es rausgefunden. Allerdings auch nur, weil ich mich dann irgendwann mal verklickt habe. So, wir brauchen 4 von dem Zeugs hier. Dann müssen wir hier ganz normal 3 von dem Zeugs hier haben und dann 5 Rüben dazu. So. Und dann, genau, dann passiert das hier und weiter war ich noch nicht. Schön, Quest aktualisiert und nu? Eine Mischung, die dem Schoßbewohner des Herzogs nicht besonders gut bekommen dürfte, wurde hergestellt. Jetzt muss sie nur noch unter das Fressen gemischt werden. Ach, wunderbar, das geht noch weiter hier. Ah ja, direkt hier. Ich finde es auch toll, dass wir trotzdem noch schleichen. Ja, glaube ich auch. Nicht, dass es mich jetzt groß interessieren würde. Da hinten ist noch eine Wache. Du gehst schon mal da weiter. Ja, ich möchte mich hier mal ganz kurz umsehen. Haben wir hier irgendeine eine Truhe? Mal der Tapferkeit. Ja, danke. Hier liegt eine schöne Kette, aber die können wir leider nicht nehmen. Das ist ja doof. Und ansonsten an der Wache vorbei. Mit außer Gefecht setzen schlägst du an der Wache bewusstlos, so dass sie durchsuchen kann. Setz es jetzt an, um herauszufinden, ob die Wache einen Schlüssel für die Tür bei sich hat. Ich weiß wohl nicht mal von welcher Tür die Rede ist. Wow, ich habe gerade wieder ein mega Standbild. Keine Ahnung, warum ich das manchmal habe, wenn die Aufnahme startet. So, die anklicken. Okay. Schlüssel. Welche Überraschung, hat einen dabei gehabt. Hätte ich niemals mit gerechnet. Und die gute Telle, wir schleichen hier so ganz mickrig herum und die steht da ganz gemütlich rum, lalala. Wir müssen so schnell wie möglich zur Schatzkammer. Ja, ja, ich beeil mich ja schon. Guck mal, wie schnell ich bin. Ich habe nichts gesehen. Und oh. Was kümmert mich Prospers Schatzkammer, falls doch jemand vorbeigekommen ist? Ja. Ach, herrlich. Tolle Wachposten. Fantastisch. Das müsste es gewesen sein. Okay, sehr gut. Ja gut, ich hätte mich jetzt natürlich einfach an ihm vorbeigeschlichen, das stimmt schon. Versucht euch nicht entdecken zu lassen. Meine Fresse, da kriege ich einen Schock, wenn die das macht. Okay, nicht... Oh, das geht ja noch weiter. Toll. So, gucken wir mal. Nicht entdecken lassen. Hier müssen wir irgendwie... Ah, ich kann ein bisschen rauszoomen, genau. Ich könnte auch Steine schmeißen wieder. Ich traue mich gerade gar nicht nach vorne zu gehen. Weil naja, kommt die Wache nämlich genau hier. Na, genau jetzt! Geht der außen rum oder geht er innen rum? Der geht außen rum. Dann gehe ich einfach mal hier hin. Oh Gott! Hilfe! Da ist ja noch einer. Okay. Erstmal dahin werfen. Was war das für ein scharrendes Geräusch? Nein! Nicht! Oh mein Gott! Wie knapp! Wie knapp, wie knapp, wie knapp! Oh Gott, geschafft! Halt! Doch nicht! Gibt's doch nicht. Okay. Ist auch egal. Ich werde hier erstmal einen Cut machen und im nächsten Part geht es dann weiter bei Dragon Age 2, das Zeichen der Assassinen. Bis dann.